Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zur heutigen Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal hatten wir unseren ersten richtigen Bosskampf vor uns. Der verlief ganz gut, nachdem ich begriffen hatte, wie er funktioniert hatte. Hatten eine Prüfung dann auch noch vor uns. Ging auch relativ gut vonstatten und heute wollen wir in den oberen Bereich. Im Übrigen, ich hatte glaube ich beim letzten Mal recht, also wenn ich hier auf Stücke gehe, dann kriege ich das Untergeschoss und da sehe ich dann auch nochmal, dass da viele Level sind. Also denke ich mal, das sind die richtig harten Level, die man gegen Ende freischaltet. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich weiß es nicht ganz genau, was es damit auf sich hat. Wir werden es irgendwann herausfinden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal nach oben. Ich habe eine Sequenz erwartet. Okay, hier haben wir das Spukschloss. Der perfekte Raub. Der Tanz der Eisblumen. Das verschwundene Relief. Es hier sieht so aus, als ob ich das... eine Kostüm nochmal tragen würde, das Fechtkostüm. Gehen wir ins Spukschloss. Machen wir es wie beim letzten Mal. Kreis rum. Ja, hab wieder Fecht. Ich hab Fechterin Peach. Okay. So still. Luigi, komm mal vorbei, wir brauchen deinen Staubsauger. Mach ich. Da sind diese drei extra Leben. Ich glaube, ich habe verkackt, weil einer weggeflogen ist. Ein Moment, ich starte nochmal von vorn. So, wieder hier. Und diesmal habe ich alle gekriegt. Bin einfach nur auf Nummer sicher gegangen. Okay, daran lag es nicht. Ich dachte, ich hätte die Fledermaus vermasselt. Ja, das muss ja dann folglich der erste sein. Hier sind es weniger. Die ist jetzt weggeflogen. Posenfeld. Mach ja alles kaputt. Aber komischerweise ist hier nichts. Vielleicht an der einen Stelle, wo Licht durchkommt? Nö. Okay, hier waren nur Münzen. Mach ich, helfe euch. Ah, die haben Schilde. Ja.
Erwischt. Ich bezweifle, dass ich je im Leben alle erwischen würde von denen. Ja. Komm mir gerade vor wie bei Luigi's Menschen. Böse? Okay, da habe ich den dritten Stern. Kommt der zurück? Gerettet. Kann die Dinger auch kaputt schlagen. Ich habe zwei irgendwie verfehlt. Hä? Wahrscheinlich muss ich, hätte ich echt alle Sachen kaputt machen müssen? Ja, hier werde ich noch mal rein müssen. Ich finde, das Timing für diesen Sprung ist echt schwer hinzukriegen. Okay, fies. Wahrscheinlich in den Kisten irgendwie. Ich überlege halt, wo die letzten zwei Sterne gewesen sein könnten. Und die habe ich echt gar nicht gesehen. Ja, komm her. Ja. Man muss das halt wirklich perfekt machen. Und besiegt. Ja, es sind jetzt diese zwei Sterne, die ich nachholen muss. Und mir kommt nur in die, dass ich alle Sachen, die runterfallen, auch kaputt mache. Das ist die einzige Idee, die mir gerade kommt. Fechterin-Schleife. Na gut, da muss ich jetzt aber noch mal rein.
Okay, und das bedeutet? Okay, jetzt verstehe ich, wie der Keller funktioniert. Die sind alle dort eingesperrt, diese Funkelis, und wenn ich die Seele freischalte, dann habe ich die Möglichkeit, die zu retten. Eigentlich wollte ich kein zweites Level heute machen. Kann ich... Ja, ich möchte dieses Theaterstück verlassen. Weil eigentlich wollte ich ja ein Stück pro Folge, damit wir das Projekt auch ein bisschen länger haben. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt noch mit hinten dran schieben würde... Dann verkürze ich das Projekt um massiv. Also ich will zumindest erstmal eben kurz in dem Spukschloss gucken, wo die zwei Funkelsterne noch sind. Und kann ja danach noch entscheiden, ob ich das noch zusätzlich mache. Aber eigentlich würde ich das auch in eine einzelne Folge packen. Ah, okay, ich darf nicht mal zurück. Na gut. Das Spiel hat mir die Entscheidung abgenommen. Okay, dann bin ich jetzt wieder hier. Dann machen wir einfach als zusätzliche, wenn wir diese Maps freigeschaltet haben, also diese Stücke, dann gibt es zwei in einer Folge. Zu Hilfe! Ich habe irgendwie das Bedürfnis, einen Wirbelangriff zu machen, obwohl ich weiß, dass ich es nicht kann. Da stehe ich nicht. Geschafft. Ich habe einen direkt schon verpennt. Wir gehen nochmal zurück. Ach, hier ist eine Posenstelle. Die konnte man jetzt nicht so gut sehen. Also wenn mir einer von euch erzählen würde, man hätte ihn instant gesehen, dann lügt ihr. Ich meine, die konnte man echt schlecht sehen. Gut, dass ich hier wenigstens den ganzen Bereich zurück darf. Bei den vorherigen Theaterstücken durfte ich das nicht. Wieder ein Schleifchen. Ich habe gelernt, dass ich alles kaputt machen will.
Ich komme sofort, aber erst mache ich den Krug hier kaputt. Der Fechtfunkeli. Ein weiterer Boss. Ich hab den Sprung mal hinbekommen. King, was mit dir? Pong. Der Ritter ist ja jetzt nicht so krass. Ich muss wahrscheinlich instant. Aber immer leichter gesagt als getan. Kämpfe mit Mut, ja danke. Nee, ich muss direkt am Anfang dran stehen. Damit der Sprung nicht so lang ist. Ey, dieser Konter! Der Konter ist echt schwer. Ich hab's geschafft. Da war auch eine Wand. Diesen Ausfallsprung, der ist echt schwer zu timen. Das muss man echt sagen. Haben hier instant alles abgesammelt. Den Fechtfunkli haben wir damit gerettet. Ja, das würde ich auch begrüßen, weil ich muss noch die zwei Funkelsterne nachholen. Ich dachte mir gerade, wenn ich schon auf dem Weg bin, kann ich eben kurz hier auf dem Weg auch noch kaufen. Ich glaube mal, das ist ein Disco-Kleid. Und das wird auch gleich angezogen, weil das ist ganz stylisch.
Okay, hier passiert jetzt offenbar nichts Besonderes. Ich gehe jetzt nochmal in das Spukschloss zurück und suche die zwei Funkelsterne, die wir nicht gefunden hatten. Ich gehe wirklich davon aus, die Sachen, die runterfallen, einfach kaputt schlagen. Da ist eine Stelle zum Runtergehen. Ich glaube, hier unten war ich tatsächlich nicht. Ja, hier unten den Stern, den hatte ich nicht. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wo der letzte Stern ist. Wollte eigentlich auch fragen, ist es schlimm, wenn ich runterfall? So, ich versuche jetzt die Kisten alle kaputt zu machen. Ja, in der Kiste war es drin. So fies. Na gut, dann sehen wir uns am Ende vom Level wieder, ne? Dann schauen wir mal in die Garderobe. Wir haben ja auch ein paar Schleifchen bekommen. Fechter Mehrfachschleife ist, die sieht auch sehr schön aus. Album. Ah, guck mal, für jedes Kostüm scheint es drei Akte tatsächlich zu geben. Also einmal Einführungsakt, dann so Zwischenakt und der Befreiungsakt, würde ich sagen. Ist schön zu wissen. Von den Kostümen her würde ich sagen, falls das nicht noch irgendwie am Runterscrollen werden wird, sind da vielleicht nur noch sieben. Können ja hochrechnen, wie viele Level wir dann so ungefähr vor uns haben. Acht, also sechs hier allein durch die hier. Dann nochmal sieben, die dazukommen. 21. 27 Level haben wir dann mindestens noch vor uns. Ja, dann haben wir ja doch noch ein bisschen länger was an dem Spiel. Dachte halt, das wäre echt kurz, weil ich dachte, ja komm, für jedes dieser Bilder ist jetzt ein Kostüm. Aber ist offenbar nicht so. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich fände es ein bisschen schade, wenn das Spiel mega kurz wäre. Dafür, dass es so schön ist. Naja, nichtsdestotrotz. Die heutige Show ist vorbei. Hier oben ist tatsächlich kein Laden. Dafür muss ich auch mal extra in den Foyer immer rennen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!